Es wird mir verpasst, es ist jetzt nicht so, dass ich mich hinstelle und sage, ich bin jetzt der intellektuelle Marc. Ich finde Träumen finde ich super. Ich würde jeden Menschen raten, dass er seine Träume bei sich behalten soll und niemals nie sagen sollte. Ich finde es auch nicht notwendig, dass jetzt die Leute unbedingt jetzt ein Selfie von mir sehen, wie ich Spaghetti koche oder zu Hause das Wohnzimmer zusammenräumen. Er ist, auch im wahrsten Sinne des Wortes, einer der ganz Großen im österreichischen Fußball. Und das ist sein sportliches Zuhause, der St. Jakob Park. Wir sind heute mit dem Hyundai Tucson zu Gast in Basel, wo wir jetzt gleich Marc Janko treffen. Ich freue mich schon sehr. Marc Janko ist Österreichs Topstürmer mit der eingebauten Torgarantie. Für den FC Basel schießt der 32-jährige Modellathlet derzeit die Netze löchrig. In der ewigen Bestenliste des österreichischen Nationalteams ist er der erfolgreichste noch aktive Stürmer. Für Krone TV nahm er sich Zeit für ein ausführliches Gespräch. Marc, herzlichen Dank für die Audienz hier im St. Jakob Park in Basel. Ja, ich fühle mich schon sehr geehrt, dass du uns empfangst sozusagen. Wir haben es uns hier stilecht im Medienzentrum gemütlich gemacht. Wie viel Zeit verbringst du denn hier so? Welche Rolle spielen Journalisten in deinem Leben? Ich war, um ehrlich zu sein, noch nie hier. Ich habe noch nie eine Pressekonferenz miterleben eine Premiere müssen, schrägstrich dürfen. Es ist eine Premiere, aber ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Mit den Journalisten komme ich auch ganz gut klar. Also die Schweizer sind ja da relativ entspannte und nüchterne und relativ ruhige Leute, Zeitgenossen. Es passt. Gibst du gerne Interviews oder ist das eher lästige Pflicht für dich? Ja, natürlich, Krone TV gebe ich wahnsinnig gerne Interviews. Selbstverständlich. Aber ab und zu, muss ich ehrlich sagen, ist es schon eine lästige Pflicht. Aber auf der anderen Seite muss man das auch wieder professionell sehen, weil man im Endeffekt, es ist immer ein Nehmen und Geben. Ihr oder die Medien generell berichten ja über uns, über unsere Leistungen, werten auch teilweise darüber. Und deswegen ist das so ein bisschen das Verbindungsstück zwischen uns Sportlern und der Welt da draußen. Jetzt leben wir ja im Social-Media-Zeitalter, in dem es ja sehr stark um Selbstinszenierung im weitesten Sinne geht. Du selbst klingst dich aus dieser Maschinerie weitgehend aus. Warum? Naja, also ich habe schon drei Social-Media-Kanäle, auf denen ich regelmäßig... Private Details sozusagen aus deinem Leben. Ja, privat halte ich eben privat, wie das der Name schon sagt. Und deswegen ist mir das ganz, ganz wichtig, dass ich einen gewissen Teil meines Lebens nach wie vor privat halte. Weil es einfach so meine Lebenseinstellung ist. Und ich finde es auch nicht notwendig, dass jetzt die Leute unbedingt jetzt ein Selfie von mir sehen, wie ich Spaghetti koche oder zu Hause das Wohnzimmer zusammenräume. Wir haben ja vorhin auch schon einen kleinen Eindruck vermittelt bekommen, was los ist, wenn du dich in die Stadt begibst. Die Fans sind sehr schnell einmal zur Stelle. Genießt du das oder gehst du mit der Zeit einfach auf den Wecker? Nein, also geht mir überhaupt nicht auf den Wecker. Es ist immer schön, wenn man auf so einfache Art und Weise den Leuten eine Freude bereiten kann. Im Endeffekt stellt man sich kurz hin für ein Foto. Und bei mir hält es sich ja noch in Grenzen. Unlängst war mal der Roger Federer hier in der Kabine. Bei der hat es natürlich eine ganz andere Dimension angenommen. Der kann ja nirgendwo auf der Welt mehr hingehen, unerkannt. Das ist natürlich, wie so ein Leben sein muss, weiß ich jetzt nicht ganz, aber bei mir ist es ja im Anführungszeichen, ich bin ja nur ein kleiner Fisch. Ich weiß nicht, ob ich wahnsinnig viele Sympathiepunkte jetzt sammle, aber ich erlaube mir trotzdem, dir das viel zitierte Image des intellektuellen Fußballers an den Kopf zu werfen, das dir ja immer wieder verpasst wird. Wie lebt sich denn mit diesem Image oder mit dieser Rolle? Ist mir egal. Also wie du richtig gesagt hast, also es wird mir verpasst. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich hinstelle und sage, ich bin jetzt der intellektuelle Marc. Ich nehme es zur Kenntnis und werte es nicht und kommentiere es auch nicht, sondern probiere einfach ich selber zu sein und welches Image dann daraus resultiert, das müsst ihr entscheiden. Aber wie viele Fußballer kennst du denn, die sich so wie du in News inskribiert haben oder sich mit Quantenphysik beschäftigen? Ja, also da wurde auch viel zu heiß gekocht, wie es im Endeffekt dann gegessen wird oder wurde. Beim Jus-Studium war ich in meiner nur eine Karteileiche. Ich habe nicht wirklich viele Vorlesungen besucht, weil ich dann relativ bald mal den Sprung in die erste Mannschaft geschafft habe. Ja, und Quantenphysik, das ist auch nicht etwas, wo ich jetzt zu Hause Bücher drüber lese, sondern geht es einfach mehr sinngemäß darum, dass man einfach probiert, und das ist als Sportler immer wieder der Fall, dass man probiert, mit seinen Gedanken positiv zu bleiben und dadurch eben probiert, Materie zu beeinflussen. Und die Quantenphysik
besagt einfach selbiges, dass man mit dem Geist Materie steuern kann. Und auch das ist für mich so ein Physik und Chemie generell so eine fremde Sprache. Aber im Großen und Ganzen finde ich sinngemäß ganz gut, was da gesagt wird, weil es natürlich auch viel mit dem Sport zu tun hat, dass man einfach nach Verletzungen, wie ich eine hatte, probiert, immer positiv zu bleiben. Apropos Verletzungen, das war schon eine ganz gute Steilvorlage. Deine Karriere ist ja mehrmals, wenn man so will, an der Kippe gestanden, auch schon in ganz jungen Jahren, als du diesen jähen Wachstumsschub sozusagen verarbeiten hast müssen. Wie oft hast du denn deine Karriere schon abgehakt gehabt? Ja, ehrlich zu sein, abgehakt habe ich es noch nie, weil ich denke, wenn man so weit ist, dann hat man sich aufgegeben. Und so weit bin ich zum Glück noch nie gekommen. Ich habe immer eher mehr so ein bisschen das Licht am Ende des Tunnels fokussiert als die Dunkelheit um mich herum. Und deswegen finde ich es schon teilweise, ja, war es eine irrsinnige Lebensschule die letzten paar Jahre, diese Reise, die ich da machen durfte bislang. Bin aber auch sehr, sehr stolz, dass ich hier und heute sitzen kann, beim FC Basel unterschrieben habe. Nach all diesen Rückschlägen macht mich schon stolz. Und überhaupt scheint es ja eine Spezialität von dir zu sein, mit Rückschlägen klarzukommen oder sie wegzustecken oder vielleicht sogar noch stärker daraus hervorzugehen. Du hast schwierige Zeiten zuletzt in Sydney erlebt, obwohl du gut gespielt hast. In der Türkei war es auch nicht immer einfach. Woher nimmst du diese positive Kraft sozusagen, dich da immer wieder rauszuziehen? Ja, ich habe natürlich ein großes Dankeschön an meine Familie, an meine Frau, an meine Freunde zu richten, die mich dann in solchen Zeiten natürlich immer super unterstützt haben, aber eben auch solche Thematiken wie eben Quantenphysik, wie gesagt, vielleicht zu hoch gegriffen, aber einfach probieren, positiv zu bleiben und einfach dann in diesen Momenten hat man immer die Entscheidung als Mensch, entweder man gibt sich jetzt dem Selbstmitleid hin oder man probiert einfach das Beste daraus zu machen. Und ich habe mich dann immer für Zweiteres entschieden und so bin ich dann immer irgendwie aus diesen Situationen rausgekommen. Wie wichtig war in all diesen schwierigen Phasen Teamchef Marcel Koller für dich, der ja immer an dir festgehalten hat? Sehr zugespitzt gefragt, hat er deine Karriere gerettet, wenn man so will? Ja, auf jeden Fall. Die letzten Jahre absolut, kann man das so sagen. Er hat einen großen Anteil daran, dass ich nicht nur heute hier bei dir, hier bei Krone TV sitze, sondern auch diverse schöne Momente erleben durfte mit dem Nationalteam, dass wir erstmalig die Europameisterschaftsquali geschafft haben. Das ist etwas ganz Besonderes. Ich habe mir als kleiner Bub nie vorstellen können, jemals A-Nationalspieler zu werden, geschweige denn Profi, und natürlich dann in so einer Mannschaft sein zu dürfen, die es dann erstmalig schafft, das ist schon etwas ganz Besonderes und Schönes und da bin ich auch sehr, sehr froh drüber. Und hier in Basel erlebst du ja jetzt deinen x-ten Frühling, wenn man so will. Dabei waren die Fußstapfen ja auch buchstäblich sehr groß, in die du treten musstest. Du hast ja niemanden Geringeren als Clublegende Marco Streller mehr oder weniger ersetzen müssen. Wie groß war da der Druck oder warst du dir dieses Drucks überhaupt bewusst? Ich war mir schon bewusst, was das bedeutet, vor allem für die Fans hier in der Region, die natürlich den Marco Streller wahnsinnig ins Herz geschlossen haben, der hier für den Club und für die Leute hier viel geleistet hat. War ich mir schon bewusst, was das bedeutet, aber ich hatte auch schon bei anderen Stationen in Sydney, musste ich Del Piero ersetzen, der natürlich zugegebenermaßen schon etwas in den Jahren gekommen ist. Nicht mehr der Allerjüngste war, nichtsdestotrotz war er ein Weltklasse-Spieler, der seine Momente hatte. In Twente habe ich damals den Blaise Nkufo ersetzt, der bei meiner Ankunft in Twente eine Statue vom Stadion bekommen hat. Also das sind alles so Momente gewesen, wo ich sowohl schon ein bisschen Erfahrung sammeln konnte. Einem anderen Clubkollegen wirst du aller Voraussicht nach sehr bald bei der Europameisterschaft wieder über den Weg laufen, dem Birkir Bjarnason nämlich. Es geht in der Gruppenphase gegen Island, wo der Birkir vermutlich mit von der Partie sein wird. Wie sehr läuft denn der Schmäh in der Kabine zwischen euch beiden vor diesem Duell schon? Wir verstehen uns ungeachtet dieser Begegnung bei der Europameisterschaft wahnsinnig gut. Also wir können sehr, sehr gut. Wir gehen öfters zusammen essen, Mittagessen, auch private Aktionen finden statt, ins Kino, Golf spielen. Also wir verstehen uns sehr, sehr gut und viel haben wir noch nicht über die Euro gesprochen, außer nach der Zulosung natürlich vieles ein oder andere Wort. Bei den österreichischen Fußballfans ist die Euphorie und die Erwartungshaltung auf jeden Fall schon sehr groß, non auch wenn ihr so eine überragende Qualifikation gespielt habt. Viele träumen sozusagen auch schon vom Halbfinale. Findest du das gut, dass man euch so viel zutraut, oder würdest du dir doch ein bisschen mehr Realismus und Bodenständigkeit wünschen, auch von uns Medienvertretern vielleicht? Nein, ich finde Träumen finde ich super. Ich würde jeden Menschen raten, dass er seine Träume bei sich behalten soll und niemals nie sagen sollte. Auf der anderen Seite muss man auch immer wieder darauf hinweisen, speziell wir Spieler und die Betreuer, dass natürlich die Bäume jetzt auch nicht in den Himmel wachsen können und dass dann auf jeden Fall keine Enttäuschung, um das geht es eigentlich dann, keine herrschen soll, wenn wir jetzt, sage ich jetzt mal,
nicht Europameister werden. Aber ich kann allen versprechen, wir werden alles geben. Wird man dich auch nach der Europameisterschaft noch im Nationalteam-Trikot bewundern dürfen? Durchaus möglich, aber ich halte nichts für ausgeschlossen. Hängt von einigen Faktoren ab, die sich dann nachher ums Nationalteam dann drehen. Aber auch das würde ich jetzt nicht zu hoch hängen und ist auch nicht so wichtig momentan. Sondern ich bin immer ein Fan davon, der Schritt für Schritt alles abarbeitet. Also wenn es dir irgendwie hilft in deiner Entscheidungsfindung, mich würde es freuen, wenn wir dich auch nachher noch bestaunen dürfen. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Bitte gerne. Ich wünsche dir und mir, dass du so ein smarter Kerl bleibst. Danke noch einmal. Danke. Alles Gute.